Hi Leute, ich habe mich gerade fertig gemacht für die Arbeit und ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal mit, denn wie ihr in den letzten 3 Videos vielleicht schon gesehen haben müsstet, habe ich wieder ein bisschen eine andere Haarfarbe. Wir wollten ein bisschen Abwechslung reinbringen und da ich zu Hause nicht mehr wirklich Zeit habe, mir die Haare zu tönen und ich als beim Friseur arbeite, bietet sich das logischerweise an und wir machen das ja gleich da. Da wird mir die Vanya heute wieder die Haare nachtönen und da werde ich euch einfach mal mitnehmen, zeigen, wie wir das gemischt haben bzw. mischen werden und wie wir das auftragen und ja, los geht's. So, ich habe mir jetzt hier mal eine Liste gemacht und werde da alle Grammzahlen von den Farben aufschreiben, damit wir dann auch wissen, wie viel wir am Ende von jeder Farbe reingemacht haben, damit wir uns das fürs nächste Mal noch merken können. In unserem Salon verwenden wir übrigens Crazy Color. Für die Ansätze benutzen wir die Farben Hot Purple, Cyclam, Marshmallow und Rose Gold. Und für die Längen benutzen wir Pinkissimo, Bordeaux, Rose Gold und Coral Red. Wir fangen jetzt an mit Mischen und ich schreibe mir währenddessen immer die Grammzahlen mit, damit wir dann wissen, wie viel wir am Ende haben. Okay, also jetzt haben wir von Hot Purple 26 Gramm, von Cyclam 9 Gramm, von Marshmallow 16 Gramm und von Rose Gold auch 16 Gramm reingemacht für den Ansatz. Also unser Pinkissimo von Crazy Colors ist gerade erstmal alle. Dafür nehmen wir jetzt von Pop XG, also von Paul Mitchell, jetzt erstmal das Pink. Kann man ja eigentlich genauso nehmen, ist ja das Gleiche. Die Farbe für die Längen wurde zusammengemischt aus 23 Gramm Pinkissimo, 6 Gramm Bordeaux, 10 Gramm Rose Gold, 13 Gramm Coral Red und 5 Gramm Marshmallow. Ja, also wir haben die Grammzahlen jetzt genommen für das Pink in den Längen, aber wir haben nochmal das Doppelte davon angemischt, weil ich viel Haar habe und ja. Das wird dann halt so ein schönes Orange-Pink. Hallo! Mal so durchfahren oder schütteln. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben
und kommentiert mal, wie euch diese Haarfarbe jetzt gefällt. Ich habe die ja schon eine Weile. Ich habe einfach jetzt beschlossen, nur dass ich für Nachttönen mal mitfilme. Teilt das Video gerne, wenn ihr wieder mehr Haarvideos sehen wollt. Und schreibt es mir auf jeden Fall auch in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut dies jetzt, um zur kleinen Schnellvideo-Style-Community zu gehören. Und vergesst nicht, die Benachrichtigung, also diese Glocke anzuschalten, damit ihr auch keins meiner Videos verpasst. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Video. Bye!